Das war der Chef von dem Laden hier, ein gewisser Herr Bachmann. Zwei Schüsse in die Brust. Raubmord? Ja, sieht so aus. Aber es muss noch festgestellt werden, was alles fehlt. Wer ist das? Das ist ein Angestellter, der den Toten entdeckt hat und uns angerufen hat. Aber seine Geschichte klingt sehr komisch. Und Ihr Chef, sagen Sie, hat Sie angerufen und Sie sind gleich runtergegangen? Ja, ja, sofort. Sie haben nicht eine Minute oder zwei oder vielleicht sogar drei Minuten gewartet? Nein, ich bin sofort aufgestanden. Ich hatte den Hörer noch in der Hand, da bin ich schon aufgestanden. Und runtergegangen? Ja. Ja. Wie lange brauchen Sie denn von Ihrem Zimmer bis hierher? Eine Minute vielleicht, höchstens eine Minute. Gut, Sie stehen also auf, brauchen eine Minute oder nicht mal so viel und kommen hier rein. Der Mann, der Sie vor einer knappen Minute angerufen hat, der liegt hier und ist tot und der Tresor steht offen. Ja, finden Sie nicht auch, dass das ein bisschen unglaubwürdig klingt? Ich meine, das kann doch nicht alles in einer Minute passieren. Es ist genauso, wie ich Ihnen gesagt habe. Na, dann gehen wir doch mal rauf zu Ihnen. Hm? Kommen Sie. Hier habe ich am Schreibtisch gesessen und gearbeitet. Ich musste eine Aufstellung machen, die morgen gebraucht wird. Ich machte Überstunden. Natürlich, es war ja 7 Uhr. Ungefähr 7, noch nicht ganz 7. Haben Sie auf die Uhr gesehen? Nein, ich weiß es, weil das Radio lief. Die Musik, die Sendung ging bis 7. Und dann klingelte also das Telefon. Ja, ich dachte, na nun, wer ist denn da noch im Haus? Weil das Amt, die Zentrale ist doch gar nicht mehr besetzt. Hm. Das war der Chef. Was sagte er? Wiederholen Sie das Gespräch so genau wie möglich. Er sagte, ja, nehmen Sie einen Hörer in die Hand. Sie saßen doch, also setzen Sie sich. Er sagte, Steintaler, sind Sie noch da? Ja, sagte ich, ja, Chef, ich mach doch noch die Aufstellung für morgen. Es war die Stimme Ihres Chefs. Natürlich. Kein Irrtum. Ich kenne doch seine Stimme. Bachmann war es. Ja, er sagte, kommen Sie doch mal runter zu mir und dann hat er eingehängt. Er sagte nicht, was er von Ihnen wollte? Nein. Warum zögern Sie? Ich zögere nicht. Er sagte, kommen Sie mal runter zu mir und hängt da ein. Ja, legen Sie wieder auf. Und jetzt gehen Sie. Ja, machen Sie genau das, was Sie gemacht haben. Tja, ich bin also zur Tür gegangen und... Ja, gehen wir. Nimmst du die Zeit? Ja, ja. Im gleichen Tempo, bitte. Ja? Sagen Sie, haben Sie nichts gehört? Was soll ich gehört haben? Der Mörder hat 2 Schüsse abgegeben, während Sie hier noch auf dem Gang waren. Müssten Sie doch eigentlich gehört haben. Schüsse? Ne? Ich habe keine Schüsse gehört. In einem Haus, in dem es totenstill ist? Ja, kommen Sie. Dann bleiben Sie jetzt nicht stehen. Also nein, Moment, es war nicht totenstill. Das Radio, mein Radio lief doch noch. Na, ich dachte, ich bin allein im Haus. Ich brauchte doch auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Das Radio lief auch voll verloren. 54 Sekunden, keine volle Minute. Aber überlegen Sie doch mal. Ja, Dettmann, der Chef ist ermordet worden. Man hat mich angerufen. Zu Hause angerufen, die Polizei. Ich bin dann sofort hergekommen. Jemand hat ihn erschossen. Er hat 2 Schüsse in die Brust bekommen. Ja, ich habe schon gehört. Da lag er. An der Wand, mit dem Rücken an der Wand. Ich habe ihn noch gesehen, bevor man ihn hinausbrachte. Das ist Herr Dettmann, der Onkelist der Firma. Guten Tag. Der Chef ruft mich an. Ich stehe auf, komme runter und finde ihn tot. Er ist umgebracht worden, während ich von meinem Schreibtisch aufstehe und hierher komme. In dieser... Wie lange hat das gedauert? 54 Sekunden. Ja, und in diesen 54 Sekunden ist Herr Bachmann erschossen worden. Man in seinem Schreibtisch nach dem Tresorschlüssel gesucht, ihn gefunden, Tresor aufgeschlossen, durchsucht und beraubt. Und die Spuren beseitigt. Zu diesem Zeitpunkt sind Sie schon längst auf der Treppe. Müssen Sie schon auf der Treppe gewesen sein. Sie kommen gerade herunter, während der Mörder außerdem noch verschwinden muss. Über welchen Weg? Es gibt ja nur einen. Hinaus auf den Gang und über die Treppe, die Sie gerade herunterkommen. Der Mörder hat also nicht einmal 54 Sekunden Zeit gehabt. Weniger. Herr Steintaler, die Geschichte, die Sie da erzählen, die... Kann gar nicht stimmen. Aber ich lüge doch nicht. Ja, Dettmann, ich schwöre Ihnen, es ist so, wie ich gesagt habe. Ich komme hier rein und er ist tot. Er liegt da und rührt sich nicht mehr. Und ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Nichts, gar nichts. Herr Dettmann, Sie sind Prokurist hier in der Firma. Von Anfang an. Das sind jetzt 20 Jahre. Mhm. Können Sie mir sagen, was sich in diesem Tresor befunden hat? Ja, wir haben morgen früh eine größere Barauszahlung. Ja, um wie viel Geld es sich handelt, weiß ich nicht. Man müsste den Kassierer fragen. Ja, wissen Sie ungefähr? Ja, 50, 60.000. Die jetzt nicht mehr da sind.
Haben Sie gewusst, Herr Steinthaler, wie viel Geld heute im Tresor liegt? Nein. Könnte Herr Steinthaler es gewusst haben? Das weiß ich nicht. Möglich ist es. Und der Schlüssel zu dem Tresor befindet sich hier im Schreibtisch, ja? Ja, hier im Schreibtisch. Oder Herr Bachmann hat ihn in der Weste getragen, eine kleine Tasche an der Seite. Weiß man das in der Firma? Das hat jeder gewusst, der einmal gesehen hat, wenn Herr Bachmann den Tresor geöffnet hat. Ich glaube, Herr Steinthaler, wir gehen noch mal in Ihr Büro hinauf. Das ist nochmal, warum? Wozu? Ja, kommen Sie. Ich sehe den Grund nicht. Wozu denn? Ja, kommen Sie. Wie lange kennen Sie denn schon Herrn Steinthaler? Er arbeitet seit einem Jahr bei uns, in der Revision. Ah ja. Und was können Sie über ihn sagen? Was soll ich über ihn sagen? Wie er ist? Ist er tüchtig? Ja, tüchtig ist er. Und ehrgeizig und er versteht sich, Freunde zu machen. Das ist ein Mann, der versteht das. Und er hat viele Freunde, glaube ich. Sehe ich jedenfalls. Auch bei seinem Chef? Ja, ja. Der hat ihn doch manchmal eingeladen. Ach, eingeladen? Ja. Immer wenn bei Bachmann irgendetwas los war, hat er junge Leute aus dem Betrieb eingeladen. Auch Herrn Steinthaler? Ja, ja. Das liegt an der Art, die er hat. Er kommt überall gut an. Sagen Sie, hat er... Sie sehen ja furchtbar aus. Ich fühle mich auch sterbenselend. Aha. Na, wir haben es ja gleich. Herr Dettmann, eine letzte Frage. Halten Sie es für möglich, dass Herr Steinthaler seinen Chef umgebracht haben könnte? Das halte ich für unmöglich. Aber die Geschichte, die er da erzählt hat, die stimmt nicht. Die kann überhaupt nicht stimmen. Dettmann, was ist passiert? Mein Mann ist tot? Ja, Frau Bachmann. Er ist erschossen worden. Jemand hat ihn niedergeschossen, hier im Zimmer. Aber warum? Wer war es? Man weiß es nicht. Das ist Frau Bachmann. Frau Bachmann, wir haben schon vor einer Stunde versucht, Sie zu erreichen. Ich war eingeladen. Ich bin gerade nach Hause gekommen und hab dann gehört... Wann ist Einbrecher? Wir sind noch bei den Ermittlungen. Hilf mir, Helga. Was machst du hier? Wie kommst du hierher? Alles das Geld. Wir haben es in seinem Zimmer gefunden. Ihr hattet den Eindruck, dass die beiden sich gut kennen, ja? Ich würde sogar sagen, die haben was miteinander, nicht? Garantiert. Nur behauptet er, dass er seinen Chef nicht erschossen hat. Und wie das Geld in sein Zimmer kommt, das weiß er auch nicht. Wie wirkt er denn? Ja, ganz intelligent. Und die Zeit? Die 54 Sekunden haben wir ihm immer wieder vorgehalten, aber er bleibt bei seiner Geschichte. Vielleicht ist das die Wahrheit. Was ist denn das hier? Die Mordskommission. Hm, damit ich wissen, was ich hier soll, kann man hier frühstücken. Haben Sie heute Morgen nichts bekommen? Um 6? Zeug, dass die hoffentlich nicht Kaffee nennen. Ich kann Ihnen ja was raufkommen lassen. Kaffee, Weißbrot, 2 Eier und Schinken. Sie können mich nämlich nicht behandeln wie ein Strafgefangener. In Ordnung. Herr Steinthaler, bitte. Hallo? Herr Steinthaler, was glauben Sie, wer Ihren Chef erschossen hat? Habe keine Antwort gefunden auf diese Frage. Haben Sie auch keine Vermutung? Nicht die geringste. Haben Sie über das Geld nachgedacht? Auch darüber habe ich... nachgedacht, ich weiß nicht, wie es in mein Büro gekommen ist. Der Mörder also, der Sie ja nicht sind, erschießt Bachmann, holt das Geld aus dem Tresor und was tut er dann? Statt mit dem Geld zu fliehen, wozu er ja jede Möglichkeit gehabt hätte, denn wir haben ihn ja nicht, sofern Sie es nicht sind. Der Mörder geht also rasch in Ihr Büro und versteckt das Geld dort, wobei er sich sagen musste, dass dies doch eigentlich ein sehr unsicherer Ort ist. Es sei denn... Das Geld hätte ihn gar nicht interessiert. Wäre es denkbar, dass man das Geld bei Ihnen finden sollte? Haben Sie Feinde? Sie glauben also, das Geld hat mir jemand... Nicht jemand. Der Mörder. Mit voller Absicht. Ja, nachdem Sie es ja nicht gewesen sind. Und Sie sagen ja, Sie sind es nicht gewesen. Ja, glauben Sie mir denn? Ach, wissen Sie, glauben und nicht glauben, das kommt später. Dafür weiß ich viel zu wenig von Ihnen. Zunächst muss ich mich an das halten, was Sie mir sagen. Ja gut, dann. Sie hören ja, ich war es nicht. Ich
weiß nicht, bin ich der Mörder, ich weiß nicht. Kann ich also gehen? Ja, Sie können gehen. Ja, dann. Ja, gut, dann. Und wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann wissen wir ja, wo Sie sind. Mhm. Ja, natürlich. Ja, ich warte. Hallo, Lu, Ihr Frühstück ist da. Können Sie sich an den Hut stecken? Eier und Schinken. Na ja, lass mal, wir haben ja auch noch nicht gefrühstückt. Warum lassen Sie den Mann laufen? Nehmen wir an, er hat es getan. Er hat seinen Chef erschossen. Aber niemand, der dabei war. Kein Zeuge, der ihm gefährlich sein konnte. Die Schüsse wurden nicht gehört. Er brauchte also nur wegzugehen und die Entdeckung des Toten dem überlassen, der am nächsten Morgen als Erster das Büro betritt. Aber nein, er ruft die Polizei an und sagt, mein Chef hat mit mir gesprochen. Es war die Stimme meines Chefs, hat er da irgendeinen Zweifel gelassen? Nein, er ist absolut sicher, sagt er. Und geht also hinunter und hört weder Schüsse noch Lärm noch Stimmen. Und 50 Sekunden später findet er eine Situation vor, für die es gar keine Erklärung gibt. Und für die 50 Sekunden eigentlich gar nicht ausreichen. Guten Tag, Kriminalpolizei. Können wir Frau Bachmann noch mal sprechen? Jetzt? Ja, nur wenn sie in der Lage ist, selbstverständlich. Warum sollte sie nicht in der Lage sein? Kommen Sie herein. Danke sehr. Verzeihung, Sie sind... Ich bin Frau Weininger, die Hausdame. Warten Sie einen Moment. Danke. Ist ja auch die Schuhe abgeputzt? Ja, natürlich. Bitte, meine Herren. Guten Tag, meine Herren. Bitte kommen Sie herein. Ich höre gerade, wie man ihn behandelt hat. Die halbe Nacht hat man ihn verhört und dann in eine Gefängniszelle gesteckt. Herr Detmer, bitte. Bitte kommen Sie einmal. Haben wir beide nicht gestern Abend gesagt, wie unmöglich es ist, Andreas Steinthaler zu verdächtigen? Ich habe Ihnen gleich gesagt, er kommt nicht in Frage. Das kann er nicht getan haben. Hat man das nicht zur Kenntnis genommen? Ja, es ist schon gut, Herr Detmann. Danke, besten Dank. Und Sie stecken diesen Mann gleich ins Gefängnis. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Das Geld wurde bei ihm gefunden. Auf der Heizung? In Zeitungspapier? In Zeitungspapier eingewickelt lag es offen auf der Heizung. Nennen Sie das ein Versteck? Es ist kein Versteck. Es ist der Beweis, dass irgendjemand das Geld absichtlich dorthin gelegt hat, um zu erreichen, was er offenbar auch erreicht hat, dass man ihn für den Mörder hält, was absurd ist. Was wollen Sie? Ich sehe, Frau Bachmann, dass Sie voll Sorge sind, was diesen Herrn betrifft. Aber ich denke, dass von weit größerer Bedeutung die Tatsache ist, dass man Ihren Mann ermordet hat. Ja, natürlich. Und ich muss Sie jetzt fragen, welche Art die Beziehung ist, die Sie mit Herrn Steinthaler verbindet. Herr Detmann, bitte kommen Sie einmal. Haben Sie gehört, was da gefragt wurde? Ja. Hat man Ihnen gestern Abend solche Fragen gestellt? Und haben Sie sie beantwortet? Nein. Danke, Herr Detmann. Wie kommen Sie auf diese Frage? Da wird viel missverstanden, wissen Sie? Ich habe zwei Töchter. Wir haben oft junge Leute hier im Haus. Wir haben auch Herrn Steinthaler öfter bei uns zu Besuch gehabt. Und aus diesem Grunde hat sich zwischen uns, zwischen Herrn Steinthaler und mir, ein besonderer, ein freundschaftlicher Kontakt hergestellt. Was bedeutet Ihre Frage eigentlich? Frau Bachmann, Ihr Mann ist ermordet worden. Herr Steinthaler spielt bei diesem Mord eine bisher nicht aufgeklärte Rolle. Es wäre natürlich für den Fall von besonderer Bedeutung, wenn sich herausstellen sollte, dass Herr Steinthaler nicht nur Angestellter Ihres Mannes ist, sondern auch Liebhaber seiner Frau. Jetzt hören Sie aber auf. Wie kommen Sie dazu? Mit welchem Recht? Nicht, Andi, bitte sag nichts. Was hätte sich daran für Sie, für Ihre Ermittlungen geändert? Haben Sie nun ein Verhältnis oder nicht? Ja. Aber sagen Sie mir doch, welche Schlüsse Sie daraus ziehen wollen. Was ist daran für Sie von Bedeutung? Ich habe einen mit zwei Schüssen niedergestreckten Mann gesehen, der auf dem Boden seines Büros in ziemlich trauriger Weise gestorben ist. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Ihnen Fragen stellen muss, die Ihnen, seiner Frau, unangenehm sind. Ihre Fragen sind mir nicht unangenehm. Natürlich nicht. Auch ich möchte wissen, wer meinen Mann umgebracht hat.
Du hast Besuch? Ja, ich habe Besuch. Doc Andy. Alle sagen, du bist verhaftet worden. Ach, Unsinn. Ja, aber die sagen es alle. Wer sagt das? Wo seid ihr gewesen? Im Reitstall. Das ist das Gespräch da. Ihr seht doch, er ist hier. Sie haben ihn verhört und sie haben ihn wieder gehen lassen. Warst du denn im Gefängnis, Andy? Ja, selbstverständlich. Bitte geht jetzt, ja? Wartet draußen. Sind das Ihre Töchter? Ja. Sie hatten Reitstunde heute Morgen. Ich selber habe ihnen gesagt, geht. Ich hatte alles Mögliche zu überlegen. Anzuordnen. Deswegen ist auch Herr Detmann hier. Er übernimmt die Beerdigung. Haben Sie noch konkrete Fragen? Im Moment nicht. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich war mit Ellen und Barbara verabredet. Bist du geritten? Nein, ich sag... Ich hab dir heute Morgen gesagt, du gehst nicht zum Reiten. Nicht heute, nicht an einem solchen Tag. Das ist mein Sohn. Er zog heute Morgen die Reitstiefel an. Ich sagte ihm, warum ziehst du die Reitstiefel an? Du wirst doch nicht reiten wollen heute. Warum denn nicht? Was habe ich denn damit zu tun? Ist doch nicht mein Vater. Die anderen sind auch geritten. Bist du mit dem Wagen da? Natürlich. Ich muss alles für die Beerdigung vorbereiten. Fährst du mich? Wohin denn? Ob du mich fährst, ja, frage ich. Ja, natürlich. Klar. Wenn du willst. Wenn du willst, wenn du willst. Also, komm. Herr Detmann, erlauben Sie, dass ich mitfahre? Mitfahren? Wieso? Wozu? Ich hätte ein paar Fragen an Sie, aber ich will Sie nicht aufhalten. Ich fahre mit und unterhalte mich unterwegs ein bisschen mit Ihnen. Ja, wenn Sie wollen, bitte. Danke sehr. Sagen Sie, würden Sie hier einsteigen? Ja. Sie sind noch nicht gegangen? Nein, ich warte auf Herrn Steintaler. Oder bleibt er hier? Warum sollte er hier bleiben? Ja, vielleicht wohnt er hier. Nein, er wohnt nicht hier. Ich werde ihm sagen, dass Sie auf ihn warten. Sagen Sie, mich warte draußen. Das werde ich tun. Welche Nummer ist es denn? 25. Was ist denn da? Ein Beerdigungsinstitut. Ich soll ihn beerdigen, das weißt du doch. Ja, sehr gut. Wir sind gleich da. Haben Sie gewusst, Herr Detmann, oder hat man in der Firma gewusst, dass Herr Steintaler mit der Frau seines Chefs ein Verhältnis hat? Ob man es in der Firma gewusst hat, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es erst heute erfahren. Hast du es gewusst? Ja, ich habe es gewusst. Die Mädchen. Was haben sie dir gesagt? Sie haben gesagt, Mama steht irrsinnig auf Andy. Jetzt verstehe ich, warum der Mann da stand, wie vom Donner gerührt und nicht weiter wusste. Wie kann ein Mann das tun? Wenn ich gestern gefragt worden bin, trauen Sie denen das zu? Und ich antwortete, nein, ausgeschlossen. Dann sage ich das jetzt nicht mehr. Mensch, Vater, das ist doch eine ganz private Sache. Private Sache, private Sache. Du machst es dir aber leicht. Aber du hast es eh immer leicht gemacht. Ich habe drei Kinder und alle machen es sich leicht, alle drei. Auf ihn tut er das. Mit welchem Recht? Was ist denn bloß los? Was haben wir denn damit zu tun? Ja, Sie warten auf mich? Ja, ich habe noch ein paar Fragen an Sie, die ich in dem Beisein von Frau Bachmann nicht stellen wollte. Ja, wollen Sie mir die jetzt stellen, hier auf der Straße? Den Ort können Sie sich aussuchen. Ich will endlich nach Hause, das können Sie doch verstehen. Wollen Sie da unbedingt mit? Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sie fahren zusammen weg? Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Würden Sie es für ganz ausgeschlossen halten, dass er es war? Wollen Sie was trinken? Ja, was haben Sie denn? Alles da, Sie können Wünsche äußern. Ein Whisky ohne alles, bitte. Sie wollen wissen, wie intensiv meine Beziehung zu Frau Bachmann ist? Ist nicht schwer, Ihren Gedankengang zu verstehen. Sie fragen sich, erlauben Sie, dass ich laut denke? Ja, bitte. Ob hier nicht ein Ehemann beseitigt werden sollte. So werden private Probleme gelöst und sogar berufliche, geschäftliche. Die Firma ist eine Menge wert. Ja, der Gedanke drängt sich natürlich auf. Fragen Sie, wissen Sie, wie alt diese Frau ist? Glauben Sie, ich bin so hingerissen, dass ich mir in diesem Leben nichts anderes vorstellen könnte, als mit einer Frau zusammenzuleben, die so viel älter ist als ich? Also von Ihrer Seite aus ist es kein echtes, ehrliches Gefühl. Die Sache ging von ihr aus.
Wissen Sie, gegen Frauen in diesem Alter kann man sich einfach nicht wehren. Und Sie haben sich nicht gewehrt? Warum sollte ich? Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, Verbindungen, Beziehungen. Brauchen Sie heutzutage? Nicht wahr, da werden Sie weitergereicht, das war ganz angenehm, vom Vorteil wissen Sie, aber sonst war nichts. Nicht bei mir. Ja, wollen Sie nicht rangehen? Das ist unser bestes, unser schönstes Modell, wie Sie sicher selbst sehen. Mahagoni mit sehr kunstvollen Beschlägen. Das Modell wird gern genommen für Herren aus der Industrie. Ein repräsentatives Modell. Nicht billig allerdings. Ja, ich weiß nicht. Ja, der ist doch gut, der Saar. Ich kann nicht. Hat sie denn nicht gesagt, was sie will? Ich kann nicht. Ja, dann nimm den doch. Der ist auch gut und so teuer ist er auch nicht. Weißt du, wie teuer ein Sarg sein darf? Weißt du das? Ja? Verstehst du etwas von Särgen? So viel wie von Pferden, wie? Warum bist du heute reiten gegangen? Ich habe gesagt, ich gehe nicht zum Reiten. Nicht heute, nicht an einem solchen Tag. Fängst du wieder davon an? Ich habe doch nur gesagt, nimm doch diesen Sarg. Mehr habe ich doch nicht gesagt. Und du bist hier, weil du einen Sarg aussuchen sollst. Den da spielt ja keine Rolle. Wir übernehmen auch die Aufbahrung des Toten, die Ausschmückung des Trauerhauses und des Aufbahrungsortes mit Blumen. Auch hier kann ich Ihnen, Verzeihung, bitte, Muster zeigen. Ja, ist gut, ist ja gut. Blumen, ja. Natürlich, wie teuer kommt das? Aber Vater, Geld spielt doch in diesem Fall keine Rolle. Spielt bei dir Geld nie eine Rolle, nein? Es geht doch nicht um mich. Du machst das doch für Frau Bachmann. Was ist los mit den 54 Sekunden? Ich komme nicht dahinter. Nach dem Tatortbericht da ist Bachmann an der Schiebetür niedergeschossen worden, und zwar mit einer 7,65er. Ja, und nach dem Fundort der Patronenhülsen hat der Mörder am Tresor gestanden, als er die Schüsse abgefeuert hat. Aber eine Mordwaffe ist nicht gefunden worden. Hier wird festgestellt, dass sich der angeschossene Bachmann noch zum Tresor geschleppt haben muss, um dort tot zusammenzubrechen. Ja, und das alles in 54 Sekunden. Ja, wenn das stimmt, was Steinthaler sagt, dass der Mann, der ihn angerufen hat, wirklich sein Chef war. Ja, aber er beschwört es, nicht? Obwohl er weiß, dass diese Aussage gegen ihn spricht. Ist er sich im Klaren darüber? Darüber ist er sich im Klaren. Neu ist, dass Frau Bachmann das Verhältnis zu Steinthaler ganz offen zugibt. Aber er sagt, das ging alles nur von ihr aus. Ja, vielleicht hat sie ihren Mann umgebracht. Vergiss doch nicht das Geld, das man bei Steinthaler im Büro gefunden hat. Nein, wir wissen einfach zu wenig. Vor allem wissen wir zu wenig über den Toten. Wo ist denn Robert? Der ist bei Detmann, dem Prokuristen. Der Mann ist völlig verstört. Aber der Einzige, dem der Tod von Bachmann wirklich nahegegangen ist. Ach, da bist du ja, Kurt. Wir haben auf dich gewartet. Du bringst jemanden mit? Der Herr ist von der Polizei, bitte. Danke sehr. Guten Tag. Guten Tag. Bitte kommen Sie doch rein. Danke sehr. Warum kommst du so spät? Man hat mir aufgetragen, ihn zu beerdigen. Das sind meine Kinder. Es ist noch alles ungeklärt, Mama. Sie stellen Fragen. Nach allen möglichen. Es kann doch nur jemand sein, der gewusst hat, dass Geld im Tresor ist. Auch wie man rankommt und wo der Schlüssel liegt. Was sagen Sie denn? Die Polizei ermittelt erst. Danke. Oh, Entschuldigung, ich meine, die wissen auch noch nichts. Jedenfalls ist es eine schreckliche Geschichte. Wir sind alle wie vor den Kopf geschlagen. Wir haben ja Bachmann gut gekannt. Du hast doch erzählt, wie gut wir mit ihm bekannt waren. Mein Mann ist seit 20 Jahren in der Firma. Er hat sie mit aufgebaut. Willst du nicht endlich die Stiefel ausziehen? Was ist denn, Kurt? Sieht ja gleich aus. Die ganze Zeit redet er von den Stiefeln. Dass er reiten geht, heute reiten muss. Ja, aber Kurt, wir haben doch heute Morgen darüber gesprochen. Er hat doch die Stunde belegt, er muss sie bezahlen, so oder so. Es ist doch damit nicht verbunden, eine Kränkung für die Familie Bachmann. Auf den Gedanken wird doch niemand kommen. Ach was, Mama. Du hast doch gesagt, wie entsetzt wir sind. Sofort heute Morgen. Ich habe Frau Bachmann gesehen und gleich gesagt, Beileid. Und so weiter und, ja, dass wir ganz erschrocken sind. Ja, und dass ich hier helfen werde, wenn sie irgendeine Hilfe braucht. Ja, aber sie braucht keine, sagt sie. Außerdem waren Barbara und Ellen auch mit beim Reiten. Herr Bachmann war mit meinem Mann befreundet. Und das heißt nicht nur mit meinem Mann, mit allen von uns. Besonders mit den Kindern. Es wäre ganz falsch anzunehmen, dass irgendjemand von uns nicht zutiefst erschüttert wäre. Das sind wir. Kann ich Sie jetzt sprechen, Herr Detmann? Ich möchte gern Näheres erfahren über Ihren Chef. Geht hinaus, lasst mich allein. Habt ihr gehört, ich will allein sein? Ja, natürlich, Kurt.
Wie du willst. Kommt. Sie kennen doch sicher die Familienverhältnisse bei Bachmann. Das Verhältnis von Bachmann zu seiner Frau, wie war das? Sie kennen doch die Frau, Sie haben sie doch gesehen. Ja. Ist das eine Mutter von erwachsenen Kindern, von erwachsenen Töchtern? Sie sehen, wie sie sich anzieht, wie sie sich bewegt, was sie sagt. Das ist doch auf Lebensgenuss. Als ob das das Wichtigste wäre, dass man so viel wie möglich vom Leben bekommt. Was wollen die nicht alles haben? Kleider für jeden Tag im Monat eins. Schmuck, Ringe für jeden Finger. Und Wohnungen, große Wohnungen, in denen sie sich bewegen können. Sehen Sie sich einmal um hier. Hier fehlt einfach nichts, weil alles da ist. Irene, Peter, komm da mal herein. Mach mal deine Kleiderschrank. Zeig, was drin ist. Zeig, was drin ist. Weshalb meinen Kleiderschrank? Sie hat alles bekommen. Alles, was sie wollte. Alle haben immer alles bekommen. Ein Swimmingpool. Heizbar. Sehen Sie schlecht aus? Nein, Sie sehen fabelhaft aus. Fabelhaft, weil Sie immer alles haben, was Sie wollen. Vater, ich will ein billiges Auto, ein billiges Auto. Alle haben ein billiges Auto. Kostet nur 4.000 Mark. Wir versparen die Straßenbahn. Redest du von mir, ja, Vater? Nach meinem Augen, Moment, aber du hast doch gesagt, es geht in Ordnung. Und sag mal deine Stereoanlage. Das ist doch die beste. Die meine Stereoanlage? Kurt, ich bitte dich, die hast du doch den Jungen selbst gekauft. Ja, nur muss man denn alles haben. Alles. Um Himmels Willen. Können Sie mir sagen, worum es hier geht? Kurt, so habe ich meinen Mann noch nie gesehen. Es war Bachmann. Ich kenne seine Stimme auch am Telefon, ich schwöre, da kann gar kein Zweifel sein. Sind Sie deswegen nochmal gekommen? Nur deswegen. Darf ich mal telefonieren? Wer denn? Sagen Sie, mit wem wollen Sie telefonieren? Mit meinem Chef. Er wollte wissen, was Sie sagen und welchen Eindruck ich von Ihrer Antwort habe. Hallo, Rehbeinchen? Ja, gib mir doch mal einen Chef. Na gut, ich warte. Wir haben doch verabredet. Ich konnte nicht anders. Ich musste dich einfach sehen. Hallo, Chef? Ja? Ich wundere, dass Polizei hier ist. Ja, ich bin hier bei Steintaler. Er bleibt dabei. Er ist ganz sicher, dass es die Stimme von Bachmann war. Ja gut, ich komme jetzt rein. Das wär's dann. Besten Dank. Wenn es Ihnen geholfen hat. Ja, ich finde, du gehst am besten gleich mit, Helga. Du hättest nicht kommen sollen. Mein Gott, dein Mann ist ermordet worden. Das hängt uns doch an. Begreifst du das nicht? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, Andy. Dass mein Mann ermordet worden ist und dass ich dich liebe. Helga, das ist deine Sache. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, sie ist scheinbar ausgegangen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Dann habe ich noch eine Frage an Sie, Frau Weidinger. Hat Herr Bachmann gewusst, dass seine Frau mit seinem Angestellten Steintaler ein Verhältnis hat? Ja. Ich bin sicher, dass er es gewusst hat. Bei allen Überlegungen, die Sie haben, sollten Sie berücksichtigen, dass Bachmann ein Mann von Format war. Ein ganz ungewöhnlicher Mann, der nicht reagiert wie ein gewöhnlicher, betrogener Ehemann. Kein Wort zu Steintaler? Aber nein. Und kein Streit deswegen? Nein. Ich sagte doch, Bachmann war ein Mann von Format. Angenommen, Steintaler hat die Schüsse tatsächlich nicht gehört. Da müssten sie gefallen sein, während das Radio laut aufgedreht war. Und da müsste jemand gewesen sein, der die Verhältnisse ganz genau kennt. Entschuldige bitte. Ja. Ach, Walter, ja. Niemals und mit keinem Wort. Komm her, Walter. Ja, die Verhältnisse ganz genau hat eigentlich nur der Detmann gekannt. Das deckt sich ganz mit meinem Eindruck. Dass nämlich selbst nach so langer Zeit der Zusammenarbeit, wie sie Detmann und Bachmann verbindet, kein Grund vorliegt für eine so unendliche Trauer, wie sie dieser Detmann zur Schau trägt. Kein Grund, sagst du? Ich will mit dem Detmann sprechen. Hol ihn her. Ich war in meinem Büro. Ich habe an meinem Schreibtisch gesessen. Sie haben nicht pünktlich Schluss gemacht? Nein, ich habe gewartet. Was hatten Sie vor? Aber das Haus wurde nicht leer. Einer ging nicht, obwohl ich darauf wartete, dass auch er gehen würde. Ich wusste, dass es Steintaler war, es ein Radio war. Es dröhnte durch das ganze Haus. Hatte Angst, das zu tun. Das ist keinen anderen Ausweg, aber dann sah ich sie vor mir. Meine Frau, die Kinder, die wollten leben wie die Bachmanns. Die Bachmanns waren ihr Vorbild. Ein Vorbild, das mich ruiniert hat. Und ich dachte, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Ich hatte mir schon vor Wochen Schlüssel besorgt. Ich wusste, wo er seinen Tresorschlüssel hatte. Und ich wusste, dass im Tresor 50, 60.000 Mark liegen würden. Was machen Sie da?
Jetzt erst sah ich, dass es Bachmann war. Mein Gott, was habe ich... Das wollte ich nicht. Detmann, du... Das wollte ich nicht, Herr Bachmann. Wen soll ich denn... Wen rufe ich denn jetzt? Ich rufe sofort an einen Arzt. Nein, bleib! Mensch, Detmann, willst ins Zuchthaus? Aber warum? Warum, Detmann? War dein Gehalt zu klein? Nein. Denken Sie doch jetzt nicht an mich. Denken Sie doch an sich, Herr Bachmann. Ich denke an uns beide. An all diese Jahre, die wir zusammen waren. Wir bleiben zusammen, Detmann. Ich habe den nicht gesehen, der auf mich geschossen hat. Es war ja nur noch einer im Haus. Herr Bachmann, Sie dürfen sich nicht bewegen. Sie brauchen Hilfe. Hol mir das Geld aus dem Tresor. Alles. Helga, eine reiche Witwe. Du im Zuchthaus. Und ein gewisser Steintaler spielt hier die erste Geige. Jetzt gib mir das Telefon. Komm, stell keine Fragen. Tu, was ich sage. Nein, fass es nicht an. Steintaler ist noch im Haus. Steintaler, ja. Gib deine Chance, Detmann. Wähl seine Nummer. Seine Nummer? Tu, was ich sage. Ich habe es getan, wie er wollte. Ohne zu wissen, warum. Steintaler? Ach, Steintaler, Sie sind noch im Haus. Kommen Sie doch bitte mal zu mir herunter. Okay. Jetzt nimm das Geld. Versteck es in seinem Zimmer. Schnell! Wenn du schweigst, kommst du davon. Und wenn ich Glück habe, ich vielleicht auch. Detmann, wenn du schweigst, kommst du davon. Womit er recht gehabt hätte, das wissen Sie.